Nun kommt es zur Vereinigung. Da bitte ich den Paul Kantor, unseren Kanzler. So, damit man den Kanzler auch gut erkennt, haben wir uns gedacht, wir lassen ihm eine Krawatte bedrücken. Man muss ja wirklich erkennen, okay, er ist Kanzler, er ist Staatsmann. So, dann kommt es zur Vereidigung. Es wird so ablaufen, dass ich im Prinzip den Eid vorlese und Paul ihn mit Hand auf der Verfassung wiedergibt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes von Magrafistan widmen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl der Bürger von Magrafistan widmen. Seinen Nutzen mehren. Seinen Nutzen mehren. Schaden von ihm wenden. Schaden von ihm wenden. Die Verfassung des Staates wahren und verteidigen. Die Verfassung des Staates wahren und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Natürlich auch eine offizielle Staatsflagge, die wird der Paul jetzt enthüllen. Also ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Also, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich sehr und es ist eine große persönliche Ehre für mich, heute hier offiziell mein Amt als erster Kanzler von Magrafistan antreten zu dürfen. In der Wahl am 11. Mai 2009, bei der viele von euch wählen gewesen sind, habe ich über 50% der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir ihre Stimme gegeben haben und natürlich auch bei denen, die mich im Wahlkampf tatkräftig unterstützt haben. Gehören zu einem demokratischen Staatswesen natürlich Wahlen, und zwar Wahlen, bei denen man zwischen verschiedenen Kandidaten auswählen kann. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Mitbewerbern für ihre Kandidatur und für ihr Engagement, zum Beispiel während der Podiumsdiskussion oder bei den späteren Koalitionsverhandlungen bedanken. Und ich hoffe, dass wir, genauso wie wir während der Wahlkampfzeit fair miteinander umgegangen sind, auch in den nächsten 3 Tagen rücksichtsvoll und tolerant zusammenarbeiten werden, damit das Projekt ein großer Erfolg wird. Denn an uns allen liegt es, ob dieses Experiment für spätere Schülergenerationen ebenfalls eine Chance sein wird, positive Erfahrungen zu sammeln, Spaß zu haben und natürlich die Gemeinschaft zu stärken. Ich persönlich werde mich dafür einsetzen, dass durch ein freundschaftliches Miteinander im Parlament als auch in den einzelnen Betrieben für jeden am Samstag eine positive Bilanz gezogen werden kann. Hierzu ist es allerdings auch nötig, dass sich jeder und wirklich jeder mit der notwendigen Motivation einbringt und konstruktiv an die Sache herangeht. Also, lasst uns zeigen, was in uns steckt und was wir zusammen als Magrafistaner auf die Beine stellen können. Deshalb ran an die Arbeit, verliert eure Ziele nicht aus den Augen und gebt nicht bei der ersten kleinen Schwierigkeit auf, sondern findet gemeinsam Lösungen und freut euch auch schon über kleine Erfolge. Genießt die gemeinsame Zeit in Magrafistan. Dankeschön.
Paul. Ich habe vorhin beim Organisatorischen noch vergessen, die Pässe sollten eigentlich schon an den Eingang verteilt werden, haben wir verpasst. Deswegen werden sie nachher hier vorne verteilt. Das heißt, wieder nicht alle auf einmal hinrennen, einfach damit wir mit dem Ansturm klarkommen. Dankeschön.